Ja, hallo und herzlich willkommen beim MoWatch. Mein Name ist Peter und heute gehen wir der Frage nach, welche dieser beiden Modelle besser an dein Handgelenk passt. Ich habe hier die Seagull 1963, einmal in der 38 und einmal in der 40 mm Version. Die Seagull 1963 ist eine sehr beliebte Uhr unter Uhrenenthusiasten, eben weil hier ein wunderschönes Schaltrad-Chronographenwerk verbaut ist. Dieses Werk ist ein Handaufzugswerk und man bekommt die Uhr schon für unter 300 Euro. An dieser Stelle vielen Dank an Bartel Watches, die haben uns diese Modelle hier zur Verfügung gestellt, damit wir dieses Video hier machen können. Bartel Watches ist offizieller Seagull-Händler, bezieht die Uhren direkt vom Hersteller und ich habe euch mal einen Link unten in der Videobeschreibung gesetzt. Wenn ihr diese Uhr seriös beziehen wollt, dann schaut mal bei denen vorbei. Ja, neben den Vintage-Versionen habe ich auch noch die beiden Banda-Versionen hier, auch in der 38 und in der 40 mm. Variante und wir werden uns jetzt mal genau anschauen, welche Version zu welchem Handgelenksumfang passt. Also lass uns loslegen. Um nun herauszufinden, welche Größe der Seagull 1963 am besten an dein Handgelenk passt, musst du zwei Kennzahlen kennen. Zum einen ist das der Lack-to-Lack deiner Uhr, also der Abstand von der oberen Bandanstoßspitze zur unteren Bandanstoßspitze. Und zum anderen musst du wissen, wie breit dein Handgelenk ist. Bei der 40 mm Version der Seagull 1963 beträgt der Lack-to-Lack 50 mm. Bei der kleineren Version sind es 46,5 mm. Um herauszufinden, wie breit dein Handgelenk ist, nimmst du einfach einen Messschieber und misst deine Handgelenksbreite ab. Bei mir sind es ca. 53 bis 54 mm. Eine Uhr, die noch perfekt an dein Handgelenk passt, ist ca. 3 bis 5 mm kleiner als die Breite deines Handgelenks. Ein Lack-to-Lack von 50 mm passt also noch perfekt auf mein Handgelenk. Ich persönlich könnte also die 40 mm Version locker tragen. Hast du nun eine Handgelenksbreite, die kleiner ist als 50 mm, dann würde ich dir auf jeden Fall die 38 mm Version der Seagull 1963 empfehlen. Ja, zusammengefasst meine Empfehlung an dich. Wenn dein Handgelenk breiter als 50 mm ist, dann kannst du ohne Bedenken zur 40 mm Version der Seagull 1963 greifen. Wenn dein Handgelenk allerdings kleiner als 50 mm ist, dann würde ich dir die 38 mm Version empfehlen. Das sieht dann einfach besser an deinem Handgelenk aus und ist auch wesentlich angenehmer zu tragen. Natürlich kannst du mit einer größeren Handgelenksbreite auch die 38 mm Version tragen. Allerdings ist das reine Geschmackssache. Mir persönlich gefällt das nicht. Ich möchte ja die Uhr sehen und nicht zu viel vom Armband. Aber wie gesagt, Geschmackssache, das kannst du dann ganz persönlich entscheiden. Ja, ich hoffe, dir hat dieses kleine Tutorial gefallen und es hat dir weitergeholfen. Und wenn du mehr von uns sehen willst, dann abonniere gerne diesen Kanal, gib dem Video ein Like und wir sehen uns im nächsten Video.